So, liebe Leute, jetzt geht es Schlag auf Schlag und herzlich willkommen zum Viertelfinale in der Copa de España. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir machen heute weiter mit dem Heimspiel gegen den FC Barcelona. Wir wollen ins Halbfinale und den großen FC Barcelona ausschalten, den ich eigentlich sehr gern aus dem Weg gegangen wäre. Aber ist halt so, ihr müsst es jetzt annehmen. Und bevor wir ins Spiel gehen, gucken wir nochmal kurz in die Posteingang, ob da nicht irgendwo was drin ist. Nö, ist eigentlich nichts. Warte mal, das ist ein neues Angebot für drin. Das kannst du mal ganz kurz von den Granada, ja. Abgelehnt. Kann man ja verhandeln, den Transfer? Wenn der 10 Millionen. Boah, die haben ja 13,3 Millionen geboten, ne? Machen wir mal verhandeln. Gucken wir mal schnell nochmal die Transfers. Nö, also 15 möchte ich haben. Das wäre mehr als Everton geboten hat. Ja, dann ist es dann auf Wiedersehen und auf Nummer Wiedersehen. So. Ich denke mal drüber nach. Gut. Rein ins Spiel. Das Pressekonferenz brauchen wir nicht. Ja, du bist aber nicht zu 100% fit. Ich will halt gerne mal einen Spieler spielen lassen, der ein bisschen der fit ist, aber ja. Da sind einige dabei, ne? Da sind einige dabei, die noch nicht zu 100% auf dem Damm sind. Warte mal, Maresca kann ich ja rausnehmen. Wieder. So, oder? Es ist nie immer irgendwas gegen jemanden. Es ist immer irgendwie, weil jemand nicht zu 100% auf dem Damm ist. Warum soll ich einen Spieler, der nicht zu 100% fit ist? Ja, vollkommen neu. Ich riskiere es. Auf geht's. Wie gesagt, eigentlich wollte ich nicht mitnehmen, weil, wie gesagt, es ist nicht zu 100%, sondern. In der Copa de España steht das Viertelfinale auf dem Programm. Die Spannung ist spürbar. Wir sind live dabei, hier im San Mamés. Bleiben Sie dran. Sie bestaunen unser Stadion. Ich finde geil, diese kleinen Einspieler mal so zwischendurch. Hallo liebe Fans, hier aus dem Estadio San Mamés, wo es derzeit regnet. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu dieser heutigen Begegnung. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolfuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und wir präsentieren Ihnen das Viertelfinale hier in diesem Wettbewerb. Athletic Bilbao gegen FC Barcelona. Sehr interessantes Spiel hier, Wolf, aber wir müssen schon sagen, es ist ein Spiel mit einem deutlichen Favoriten. Die Gäste müssten das hier eigentlich machen, müssten das weiterkommen und dann Dach und Fach bringen. Ist noch nicht entschieden, okay, aber die Favoritenrolle haben sie. Die Liga haben wir uns aber geschlagen. Wir sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Sie entscheiden sich für ein 4-4-2 mit Raute. Eine beliebte Taktik, weil du damit für Lücken sorgen kannst, gerade über das Tempo im Mittelfeld. Ja, großer Bell, natürlich mit Gelb vorbelastet. Der wird auf jeden Fall fehlen, wenn er jetzt mal Gelb sieht. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barca. Marc-André ter Stegen im Tor. Frenkie de Jong steht gemeinsam mit Frank Kessié im Zentrum. Und ihr einziger Angreifer ist Robert Lewandowski. Bei denen sind sogar drei Mann. Pedri, Timber und Rafinha gelb vorbelastet. Grimaldo, der ja vor dem Wechsel nach Leverkusen steht. Im Gegensatz zu anderen Clubs. Also typischer Transfer, FIFA-Transfer. Rekorde bei Barca, ja noch sehr fresh pushen. Ja. Rekordspieler ist der große Xavi mit mehr als 720 Einsätzen für die Katalanen und bester Torjäger ist, na bitte, ist doch klar, Lionel Messi. Achtung, mehr als 400 Tore hat der Argentinier schon erzielt, das ist unfassbar. Ja, Vergangenheit, Gegenwart, wie auch immer, auf geht's ins, wir wollen natürlich Barca heute schlagen und ins Halbfinale einziehen. Und so die Chance auf das Double die Saison waren. Riesenchance für Lewandowski.
Und dann ist es erstmal aber Lewandowski, der aufpasst. Also wir müssen auch wieder in der Liga ganz dieses 7:6, dieses irre Spiel. Es gab zuletzt die ein oder andere Schlagzeile zu ihm. Der bereitet ja auf, Buschi. So schade, dass... Oh, und für eine Chance. Das Ding mit der Parade. Immer das Ding verhindert das 1-0 von uns. Chance zur Führung. Und wieder Ter Stegen. Nächste große Chance. Also wir machen jetzt auch ein bisschen unser Ding. Nach dem Barca früh den ersten Versuch hatte, haben wir ja schon zwei auf dem Konto. Zweimal aber Ter Stegen. Weltklasse gehalten. Klar. Muljain. Da kommt die Ecke. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Da kommt und wieder Ter Stegen. Werden sie doch, oder? Wenn ich es richtig gesehen habe, die 16? Müsste. Wieder eine Ecke. Diese Seite ist nicht ganz ungefährlich. Sanchez. Die Flanke kommt. Damit sind sie also nicht Vorteil. Ja, der ist erstmal auf dem weit, aber das ist erstmal Torres, der das gut verarbeitet bekommt. Jetzt Robert Lewandowski. Lewandowski. Und großer Welt. Ah, das darf nicht passieren. Ferran. Robert Lewandowski. Gut gestoppt da. Da kam er nicht in Position. Wieder der Konter unterbunden. Erstmal weg. Lass ihn laufen. Ja, das musst du aufpassen. Gerade diese Fehler in der Vorwärtsbewegung. Lass den Gegner da mal reinkommen. Und wieder so einer. Also, das ist aber diesmal Glück, dass Zubeldia da bis in die Position kommt. Schöner Pass. Und dann haben wir es. Ndiaye 1-0. Bilbao. Ein zu 0 für Athletic Bilbao, Tor. Yes. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Schöner Ball von Guruseta. Williams ist durch. Ter Stegen ohne Chance. Man führt mit 1:0. Und steht schon jetzt im Halbfinale. Und Barca wäre raus. Die sich ja jetzt vor kurzem zum spanischen Meister gekrönt haben. Zumindest in der Realität, in der Virtualität sieht das ein bisschen anders aus gerade. Da sind wir erstmal vorne weg. Also, Ndiaye Williams, viertes Tor im zweiten Spiel. Traf ja in der letzten Runde dreimal. Barcelona muss also den Rückstand hinnehmen. Spiel läuft. Gut, Alaves und und Osasuna sind jetzt eigentlich nicht so die Übergegner. Der erste Rückstand ist halt hier schon im Viertelfinale. Ball läuft hervorragend bei Barcelona. Und das ist halt Barcelona, ne? Und die nächste Chance. Unkontrolliert abgeschlossen, die Kugel geht deutlich übers Gehäuse. Gerai Zubeldia, der wie gesagt diesen kleinen Fehler hatte, fast am Anfang. Vor dem Tor. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Und jetzt haben sie den Ball doch. Ah! Spiel dir noch etwas besser. Spiel dir noch ein bisschen. Jetzt können sie kontern. Kessi. Torres gegen Rosabe. Ja, Ferran, der macht halt den Druck. Nein, der hat sich fallen lassen. Das war kein Foul. Ich habe keine aktive Bewegung zum Tor gemacht. Also, weiß ich nicht. Das war kein Foul. Der ist doch mich reingenommen, hat sich fallen. Das ist kein Foul. Also, wo hast du den das jetzt? Weiß ich nicht. Also, sorry, tut mir leid. Also wieder mal fehlt der Wunsch, meiner Meinung nach keiner war. Lewandowski, der schießt meistens unten links. Scheiße. Zu früh. 1-1. Meistens schießt Robert Lewandowski unten links. Ich bin zu früh rüber. Ja, ich bin einfach viel zu viel abgetaucht. Das war mein Fehler. Hat er gut gemacht, aber 1-0. Also für mich meiner Meinung nach kein Elfmeter, weil es war kein Foul. Der läuft nämlich rein. Borussabel. Wolltest du das? Wird Einwurf geben. Ja. Also, ausgeglichenes Spiel, mehr oder weniger. Fangen Sie den Angriff früher ab, sehr gut. Der Jong. Also, wie gesagt, viel über den Ferran. Außen über die Seite.
Oh, da hast du richtig scheiß Glück. Pedri! Du musst halt jetzt gerade höllisch aufpassen, weil wie gesagt, da vorne darfst du dir keine Ballverluste. Ja, das. Oh, Dodai. Weil das gespielt hat? Ja, weil. Ja, mal gucken. Warte mal. Chance eventuell zum Führungstreffer bei dieser. Jemand neu hat das gut gelöst, da. Ja, kurz ausgeführt. Zug in die Mitte. Leichter Ball. Das war zu einfach. Ja, schönes Ding, ja. Auf Oyarzabal, der jetzt ein bisschen Platz hat. Oyarzabal. Und rein damit. Yes. Er bringt sie hier wieder in Führung. Das haben sie sich verdient. Das haben sie sich erarbeitet. Kurz vor der Pause das 2-1 wieder. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So. Das war viel zu offen da außen. Und dann Christensen kommt überhaupt nicht in den Zweikampf. Und jetzt ist es das Tor. Oh ja, so Ball. Sehr geil. Mikel Oyarzabal. 1-2-1. Und jetzt ist Pause. Durchatmen angesagt. Gewinnen wir auch das zweite Spiel gegen den FC Barcelona? Also wie gesagt, meiner Meinung nach, der Elfmeter, keiner, der war keiner. Für mich läuft der Barca-Spieler an meinen Mann rein und lässt sich fallen. Und damit wäre es für mich was gar nichts gewesen. Gut, der Elfmeter. Und ja. Gut, andere Plätze, Verlängerung gerade. Ja, Villarreal gegen Real. Fliegen sie beide raus? Fragezeichen. Oder haben wir. Passiert da noch was in der zweiten Halbzeit? Also, meiner Meinung nach braucht kein Tor mehr zum Fallen. Ah, das darfst du nicht. Gerade wenn du so rauszögerst. Ich wollte nämlich schön vorne, da noch einer, dass einer überläuft. Lewandowski geht dazwischen und hat den Ball. Ach, was war das denn? Ich bin da vorne in den Angriff rein. Was für eine Chance! Große Chance, Rafinha! Unai Vencedor. Vencedor. Und das ist nicht irgendein Spieler, sondern ein echter Wunschspieler. Ah ja, das war doch kein Abseits. Ein echter Kuhwolf, wenn du mich fragst. Pedri geht jetzt raus. Dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Oh, Timmer. Jetzt Barca macht jetzt. Ah, schade. Das Spiel. Kommt sie mich ein bisschen weg. Schöner Pass jetzt. Rafinha. Einfache Aufgabe. Fischt. Unai Simon. Unai Vencedor. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Jetzt vielleicht mal irgendwas bringen. Chance für Mudiayin. Mudiayin 3-1. Zwei Toren vorne, tolles Tor, wichtiges Tor. Jetzt darf er sich hier feiern lassen. Ika Mudiayin. Wir sehen, wie die Gegner reihenweise stehen. Da kommt überhaupt keiner in den Zweikampf. Thema und Christian sind auf nur nebenbei her. Das Ding ohne Chance, 3-1. Aber das hatten wir damals in der Liga. Genauso. Da haben wir, glaube ich, auch 4-2 geführt. Aber man führte ja. Barca 5-4. Lautet jetzt also 3-1. Dank zwei fragwürdigen Elfmeter für Barca. Den Ball holt er sich, gut gemacht. Ah, das ist es halt. Genau das meine ich halt. Diese unnötigen Fehlpässe. Robert Lewandowski.
bald steht das nächste La Liga Santander-Spiel an für Athletic Bilbao. Dann geht es. Und Kurs jetzt da 4-2, 4-1, Entschuldigung, 4-1, 67. Jetzt trifft auch der vierte Offensive. Ab ins lange Eck damit. 4-1 gegen den FC Barcelona. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung. Genau so hat er sich das gehofft. Ja. Alle gehen so. So, Barcelona wechselt jetzt. Ist das Thiago? Hast du das gerade richtig gesehen? Wer hat sie denn jetzt da gemacht? Ja, Thiago für Pedri. Alles klar, hab ich so richtig erkannt. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Emanuel. Und jetzt. Ah, und dann diese Fehlpass. Die linke Seite ist komplett offen. Rafinha. Erster Trick. Abseits. Für mich ist das Abseits gewesen. Hallo? Der hat den vorne voll reingespielt. Also der stand näher zum Tor als mein Abwehrspieler. Warum nicht? War das Abseits? Das war doch für mich Abseits. Nee, tatsächlich doch keins. Zubeldi hat es, glaube ich, aufgehoben unten. Ach Mann. Ja, Fehler bei Emanuel. Also das Ding darf er nicht machen, das darf er nicht so machen. Geh doch mal durch jetzt da. Sein Tor geht auf, das Tor geht auf ihn. Tim, also wie gesagt, dieser. Oh, Glück gehabt, dass wir jetzt da. Nicht, dass wir uns doch nochmal um den verdienten Lohn bringen. Hier. Oh ja, so, Ball, oh ja, so, Ball. 5-2 wieder. Direkt gekontert, dass man Barcelona irgendwas machen kann. Und damit drei Tore. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Ja, der läuft an, der läuft richtig an langsam. So, jetzt können wir nämlich auch mal ein bisschen wechseln. Bis vor, da vorne irgendwas passiert. Also wir führen jetzt. Zaraga kann ja ein bisschen spielen, rechte Mittelfeld kann er spielen, okay. Dann geht er jetzt auf die rechte Seite. So. Ziehen wir durch, den Wechsel. Also 5-2. 10 Minuten sind so, also 3 Tore Vorsprung haben wir ja. Jetzt geht er dahin. Rafinha! So, wir wechseln jetzt natürlich erstmal komplett durch. Bis vor da irgendwas ist, keine gelbe Karte holen. Safgurus haben sich natürlich noch ein Gelb abholen, weil dann wär's nämlich. Ach komm schon, ey, das ist der nächste. Du versuchst es mit aller Hand, ne? Das war schon in der Liga so. Warst du Handspiel? Ja, okay. So, nächste Chance, Lewandowski, Fragezeichen. Ja, jetzt habe ich ihn mal. Ich war wieder so früh unterwegs, aber diesmal passt das Ding. Lewandowski verschießt den Elfmeter und das dürfte es gewesen sein. Das könnte es gewesen sein, wenn jetzt nicht noch irgendwas Irres passiert. Sancho hat gar keinen Torschuss gekriegt, aber ist egal. Hab dich. Gut gesehen, Vorteil hier. Ist ja der freie Vorteil. Genau richtig. Erstmal raus damit. Das kurz vor Schluss. Spiel ist natürlich gegessen. Mit welcher Mannschaft bekommen Sie es danach zu tun, Buschi? Der kommende Gegner von Athletic Bilbao heißt Real Sociedad. Und da müssen Sie so spielen wie heute. Dann haben Sie alle Chancen. Fällt das Tor doch noch? Ecke. Barca versucht es doch mal natürlich. Aber drei Tore Rückstand. Das ist jetzt in der Nachspielzeit ist das eigentlich irre. Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Das ist halt schon mehrmals passiert heute. Rafinha. Galan. Nächster Ballverlust. Rafinha. Sprungparade.
Aber es sollte eigentlich dann durch sein. Also wir stehen im Halbfinale, wir schalten den großen FC Barcelona, den ich eigentlich aus dem Weg gehen wollte, aus. Das Spiel ist zu Ende. Jubel bei den Yes! Das ist der Einzug in die nächste Runde. Das sah fast schon mühelos aus. Naja, mühelos war es nicht. Es war durchaus viel Glück dabei. Weil wir, gut, Barcelona verschießt einen Elfmeter. Wir sind, wir nutzen tatsächlich unsere Chance. Wir haben viele, viele Fehler gemacht, vor allem im Aufbauspiel. Doppelpack away Hazard Ball. Ganz toll. Also überragend. Hat er gut gemacht, hier führt seine zwei Tore. Ja, und damit stehen wir tatsächlich im Halbfinale. Im Barça raus. Wir gewinnen das dritte Spiel jetzt in Folge. Also es waren drei Pokalspiele jetzt in Folge, mehr oder weniger. Wie gesagt, das Ding hat, nachdem Barcelona den ersten Schuss hatte, und wenn man mal überlegt, ne, wir haben 8 zu 18 Torschüsse und gewinnen das Spiel mit 5 zu 2. So. Villarreal schaltet Real aus. Also tatsächlich ist Real aus der raus. Aus dem Pokal. Also Barcelona und Real Madrid im Viertelfinale ausgeschieden. Ja. Und dann kriegen wir entweder Las Palmas oder Sevilla. Die müsste ausgespielt werden, die Partie. Villarreal oder Real Saragossa. Der einfachste Gegner wäre natürlich Real Saragossa, ne? Der einfachste Gegner wäre Real Saragossa, aber das ist hier kein Wunschkonzert, ne? Du bist eingewechselt worden? Es ist nur so, dass du eingewechselt wurde am Ende nochmal. Nächster Gegner ist Real Sociedad und das sehen wir uns dann in der nächsten Episode an. Bis dahin, tschüss.